Ja, hallo zusammen! Und heute gibt es ein riesiges Update von unserem Tiny House Gondelprojekt. Es ist so viel passiert, das Gondel ist noch schwer und wir müssen grausam abspecken. Ja, ich zeige euch mal noch ein bisschen Material, das wir ausgebaut haben. Das ist zum Beispiel die ganze Elektronik. Dann hat es Werbetafeln, Lichter. Da ist jetzt da so ein Werbeschild. Naja, allenfalls dann ich noch wieder etwas einbauen. Mal schauen, wenn es passt. Ja, das sind ein paar Kilos weggekommen. Hat zum Beispiel auch noch da. Das ist zum Leute abseilen im Notfall mit einem Rettungsbag. Genau. So sieht das im Moment von innen aus. Das ist das alte Schaltpanel. Das werde ich aber dann wieder einbauen und mit gewissen Funktionen belegen. Da kommt dann auch ein Touchpad für Smart Home an. Und meine Frage an euch, würdet ihr das Gondoli auch rot machen? Muss das Gondoli rot sein? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ja, das ist der Stand jetzt. So sieht aktuell unser Gondoli aus. Da kommen dann die Halter hin. Da habe ich die schon mal ein bisschen vorbereitet zum Ausprobieren. Und die grosse Tür, die man dann aufmachen kann. Ja, so jetzt wird die ganze Rettungsgeschichte weggeflext, sodass nachher das Gondoli super schöne Konturen hat. Und los geht's. Schatz! Oh, super! Gut gemacht. Und das Loch müssen wir jetzt wieder zumachen. Ja, ich habe auch die T-Querverstrebung gemacht. Die hat mega viel Gewicht aus. Also die ist dann bombenfest. Schön eingepasst, dass nachher das ist Blech und drüber tun. Da auch alles schon geschliffen und jetzt muss ich es dann noch reinigen. Und dann nachher kann ich es mieten und rein aufleimen, so dass das Wasser dicht ist. Ja, plötzlich haben wir eine Nachricht gehabt von Emmeküche, also das ist die Schreinermanufaktur Rösisberger vom Emmental, und sie haben gefragt, hey, können wir euch nicht irgendwie unterstützen? Wir haben dann ein Meeting abgemacht und sind zum Emmental gefahren. Und im Meeting haben wir wirklich eine mega sympathische Geschäftsleitung getroffen. Sie vom Social Media Team ist mega herzlich, das Marketing auch. Und sie haben gesagt, sie würden uns gerne unterstützen. Einerseits mit Know-how, mit Material, mit Maschinen, die wir brauchen können. Und auch mit einem Platz, wo wir das Gondel anstellen können. Wir haben es uns dann noch ein bisschen überlegt. Und dann haben wir unsere 7 Sachen gepackt und sind ins Emmental. Weil der Grund war, wir haben gedacht, so mit dieser Partnerschaft können wir wirklich noch ein hochwertiges Produkt schaffen, und darum ist es losgegangen. Und jetzt fährt unser Gondeli das erste Mal weg, seit es schon ein bisschen umgebaut worden ist. Und ja, es ist sehr, sehr viel gemacht worden. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick neu so aussieht, aber da hat es extrem viel Herzblut, Energie und Zeit drin gesteckt, und ich freue mich so, wenn es dann fertig ist. So, wir laden jetzt das Gondeli auf, beziehungsweise wir hängen das Gondeli an unseren Tarakka und dann geht es morgen so ins Emmental. So, jetzt geht es los. Wir haben hier die Spiegel montiert, dass wir etwas sehen, dass wir die noch schnell richten. Und es ist gar nicht so einfach, mit so einer riesen Last hinter sich zu parkieren, aber da die macht das super. Vielleicht noch, was ist das, 50 cm? Ja, wenn wir da ankommen, geht es jetzt abladen und los geht's. Und es regnet gerade so fest, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Ich bin jetzt mal schnell ein bisschen an den Armen, Adi. Das ist nass. Es regnet gerade verdammt, gell? Ja, das Wetter war natürlich dann auch wieder viel besser gewesen und die Motivation dreifach hoch, und wir haben Vollgas gegeben und alle haben angepackt. So, jetzt kommt die Platte drauf.
So, und jetzt kommt es an. Aber jetzt muss ich leider loslassen, ich weiß nicht genau. Ja, lieber, ich bin gerade am Zeichnen und habe jetzt einmal die Küche gezeichnet. Das jetzt ein Tablar gegeben, das man so rausschieben kann. Und dann da ist ein Bänkchen, wo man anhocken kann. So, das ist die Leiter und der Aufbau, der jetzt hier in 3D entwickelt worden ist, wo wir aufs Gondel setzen, um auszuprobieren, wie das aussieht. Mega cool, merci. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Ja, wir haben jetzt wirklich tagelang und über relativ lange Zeit geschliffen mit dem Gondel. Wirklich, haben das Gefühl gehabt, es hört nicht mehr auf. Aber ja, das Gondel hat halt schon einiges mitgemacht, ist auch nicht mehr das Jüngste und hat darum halt auch doch die ein oder andere Schrammel und wir müssen spachteln und schleifen und wieder spachteln und wieder schleifen. Aber ja, jetzt kommen wir dieser ganzen Sache langsam näher, dass wir es nachher polieren. Unsere Gondel ist nackt sozusagen. So, viel mehr kommt nicht mehr weg, jetzt kommt er nur noch rein. Uns nimmt es immer noch Wunder, wie schwer sind wir denn jetzt überhaupt? Die Gondel ist total ausgeräumt. Ich zeige euch gerade noch mehr. Wir haben jetzt alles Gewicht, das wir können wegnehmen konnten, rausgetan. Und wir gehen heute auf die Waage zusammen. Ja, also kommen wir mal mit. Was man gerade von außen sieht, ist, wir haben alle Plexiglasscheiben weggenommen. Wir haben einen Hersteller gefunden, der wieder das gleiche abdunkelte Material hat. Das tun wir dann nachschneiden und wieder rein. Und dann haben wir perfekte Sicht von innen nach außen. Und von außen nach innen hat man weniger gute Sicht. Das ist die Idee. Wie ihr seht, haben wir überall die Werbung weggenommen. Wir haben all ganz viel gespachtelt und geschliffen und gespachtelt und geschliffen. Hier ist ein System, wo wir die ganze Gondel hochfahren und wieder runterfahren, wo wir nachher hier den Anhänger drunter schieben können. Das funktioniert jetzt auch gut, das haben wir durchgetestet. Wir haben mal auch die Türen weggenommen. Hier innen hat es ja so einen ganz dicken Boden gehabt. Das war so ein Aluminiumboden gewesen. Und ja, der war wirklich innen gemacht gewesen. Der hat alles überlebt. Also der war geschweißt, kleiner, genietet und verschraubt. Und ich habe zum Teil so kleine Stückchen oder so kleine Stückchen rausflexen, rausfräsen, raussagen. Und das war eine riesen Arbeit. Jetzt, wie ihr seht, ist wirklich alles ausgehöhlt. Wir haben hier schon mal ein Dachfenster rein gemacht. Hier unten durch kommt dann aufs Bett hin. Genau, hier haben wir die Dachluken auch verändert und ja, jetzt ist es sehr luftig da drin und jetzt geht es dann weiter. Ja, da war ja die alte Elektronik. Da kommt die neue rein mit Lithium-Akku und so weiter, damit wir wirklich alles haben und da innen können leben. Wie gesagt, da vorne gibt es eine wirklich mega schöne Küche, einen coolen Holzboden, aber zu den Plänen und zum Material kommen wir dann später mal noch. Und am Boden hat es noch Löcher gehabt, da hat es ein grosses Loch gehabt, da hat es ein grosses Loch gehabt. Und ja. Jetzt sind wir hoffentlich super leicht und jetzt geht's auf die Waage. Alles ist ready und jetzt muss losgehen. Plus minus 5 Kilo, das sind wir nachher genau. Sehr gut. Wir sind jetzt im Entsorgungszentrum. Jetzt ist der grosse Moment und ich erfahre, wie schwer das wirklich ist. Wie viel Gewicht das wir zur Verfügung haben, um alles reinzubauen. Jetzt wäre das so der Anhänger, wäre 1290. 1290? Ja, ja, das ist super. Sensationell. We'll be right back.
Ja, die Valeria ist jetzt gerade am Grundieren, so dass ich nachher alles kann spritzen kann. Ja, jetzt auf den Winter sind wir natürlich auch besonders froh, dass wir bei der Schreinermanufaktur Rötlisberger einen Platz drin gefunden haben und wirklich weiter arbeiten können. Ja, mein Papi ist am auch helfen und hat jetzt hier gerade mit Valeria zusammen schon die ersten Isolationsteile angemacht. Das ist Armaflex, das ist eine 19 mm dicke Isolationsschicht, die speziell gemacht ist für Fahrzeugbau. Ja, ich habe Spray, ich habe mit einem Spray drunter vom Jumbo entschieden. Also ich habe recht günstige, recht gute Erfahrung gemacht. Das sind besser als die Handkränkige und die kosten 4 Franken. Decken nicht ganz so gut, aber sind relativ vertragen relativ viel, dass es nicht Schliefe gibt. Und das ist gut. Ist wirklich gut gegangen zum Spritzen und genau nachher, wenn es dann trocken ist, ist es ein schönes Matt. Der Papi ist da hinten am Plexiglasscheibe zuschneiden, die neue, wo nachher wieder ins Gondel kommt und sich kratzt ersetzt. Ja, das Fenster ist von dort vorne und von da vorne. Und es war jetzt recht mühsam, gewesen, wie die Schrauben, wenn es dann scharf steht. Ja, die Schrauben hier waren ganz, ganz verrostet. Wir haben jetzt müssen aufbohren, so dass wir hier das Plexiglas rausgekriegt haben. Ja, das erste Mal folieren. Das Brett hier, oder das Blech besser gesagt, das ist das von hier unten. Sieht man kaum, darum tue ich mit dem jetzt erstmal ausprobieren. Ja, jetzt am Schluss des Videos tue ich euch noch ein paar Fragen beantworten. Ihr habt zum Beispiel gefragt, ja, könnt ihr sagen, was kostet? Ja, genau, können wir machen. Ihr könnt einfach fragen, hey, was hat der Akku gekostet, was kostet die Folie, was kostet das und jenes. Was alles miteinander gekostet hat, das können wir vielleicht irgendwann ausrechnen. Im Moment habe ich keinen Überblick. Wir haben viele Sachen schon müssen doppelt machen, weil es halt ein Prototyp ist. Genau, nächste Frage, wie schwer kann das Gondel werden? Wir haben Begrenzung von 2,4 Tonnen. So viel kann unser Tarako ziehen und ja, genau, wir müssen drunter bleiben um jeden Preis. Ja, genau. Tun die Gondel noch streichen, weil die Farbe ist hässlich. Ja, wir tun es hier nicht streichen, aber wir tun es folieren, genau. Und zwar zum Vampire Red. Das ist so ein dunkelrot. Ich finde es, aber das sehen wir im nächsten Video. Kann man das irgendwann mieten? Ja, ich könnte das irgendwann mieten. Vielleicht kann man es schon bald buchen. Wir verraten euch gerne ein bisschen mehr an einem anderen Moment, in einem anderen Moment. Und ja, nochmal eine Frage ist zum Beispiel gekommen, genau. Tun die einzelne Sachen im Gondel in der Palte und wiederverwenden? Ja, das probieren wir. Es gibt sicher ein paar Elemente und ja. Genau, wenn ihr das Projekt noch nicht alle Videos gesehen habt, es gibt noch zwei Vorgängervideos und nächste Woche zeigen wir euch, wie wir das Gondel foliert haben mit dieser schönen Farbe. Und wenn ihr aktuell immer dran seid, dann könnt ihr unsere Insta-Story schauen. Das ist Adis Little City und Valerias Little City. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, genau, das Glöckli. Klicken, abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt und Lust habt. Es würde uns sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Woop. Cool.